Hier sind zum Beispiel wilde Sachen passiert, wie zum Beispiel einen schönen Kochabend, bei dem getrunken, gefeiert wurde und der dann auch leider sehr böse geendet ist, wie so viele Szenen in dem Film. Beim Drehen ist es gar nicht schlimm, weil da hab ich einen bestimmten Ablauf. Da weiß ich, das und das wird gleich passieren. Da gibt es keine Überraschungsmomente. Beim Lesen allerdings habe ich schon ein paar Mal schlucken müssen. Ja, gebe ich zu. Unbedingt. Also, und ich weiß auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, dass während des ganzen Drehs auch schon ganz verrückte Sachen passiert sind. Die sonst, glaube ich, nicht passieren würden. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt Einbildung ist, ne? Aber als ich zum Beispiel das Drehbuch gelesen habe, war nach den ersten 10 Minuten Lesen ist ein riesengroßes Unwetter aufgekommen. Und ich frage mich, wie das so schnell passieren kann. Und es kommt ja auch tatsächlich im Buch oftmals vor, dass die Wolken sich unnatürlich schnell zusammenziehen und es anfängt zu stürmen und zu regnen. Das war bei mir auch so. Und ich weiß, wie gesagt, von anderen Mädels, dass das da auch so war. Und das ist schon ein bisschen spooky. Meine Rolle, die Alexandra, hatte, bevor sie angefangen hat zu studieren, ein sehr schweres Leben, glaube ich. Der Vater hat die Zigaretten auf ihr ausgedrückt und sie wurde geschlagen, misshandelt. Und ich glaube, dieses Studieren oder studieren wollen, Medizin studieren, war ein großer Traum von ihr. Dann kommt sie an die Uni und ist auch sehr dankbar für die Freundinnen, die sie findet. Und auch so zieht sich das wie so ein roter Faden, glaube ich, durch das ganze Buch durch, dass sie sehr dankbar ist und sehr, sehr verhalten, aber trotzdem, weil sie nicht so ein richtiges Vertrauen zu allen aufbauen kann. Sie ist auch so ein bisschen die Ältere und die Vernünftigste von allen und kommt aber mit allen gut klar. Also sie ist absolut keine Tussi, trägt nur Schwarz und ja, eigentlich eine arme Maus, aber sie integriert sich da ganz gut. Es entsteht halt auch so eine gewisse Vertrautheit, die man auch braucht, wenn man nachts zusammen nackt durch den Wald läuft. Und das passiert einfach und das finde ich schön. Und das ist auch eine Sache, die ich auch für mich behalten werde, positiv.